Hey Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Treffen. Mein Name ist Leroy und zwischen meinen heutigen Gästen liegt fast ein Meter Körpergröße. Ich treffe heute zum einen auf Erik. Erik ist kleinwüchsig und dass er anders ist als andere, das war ihm schon als Kind bewusst. Das Gefühl, irgendwo herauszustechen, kennt auch Yannick. Yannick ist stolze 2,25 Meter groß und gilt damit als womöglich größter Mensch in Deutschland. Wie die beiden durchs Leben gehen und welche Hürden sie schon meistern mussten, das werden sie mir gleich erzählen. Wenn ihr da draußen eine Geschichte habt, die ihr gerne mal teilen wollt, dann schreibt mir sehr gerne. Und wenn ihr Zuschauer dieses Kanals seid, ohne ihn aktiviert zu haben, dann holt das jetzt nach, aktiviert den Kanal und abonniert die Glocke. Das ist eine große Unterstützung für dieses gesamte Projekt. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon getan haben. Und ich würde sagen, wir legen los. Hallöchen. Hi. Hi. Ihr beiden. Moin. Grüß euch. Alles gut? Ja, und selber? Auch, danke. Magst du mal anfangen, dich vorzustellen für die Zuschauer? Ja, klar. Ja, mein Name ist Erik Hein. Ich bin 26 Jahre alt. Ich komme aus Bielefeld und wie man unschwer erkennen kann, ich bin kleinwüchsig und 1,30 Meter groß. Und ja, ich glaube, das war es erstmal. Das Erste, okay. Schön, Erik, freut mich. Und wer bist du? Ich bin Yannick, bin 22 Jahre alt, komme aus Hannover. Und wie man unschwer erkennen kann, ein bisschen größer, mit 2,25. 2,25 Meter, das ist ein knapper Meter, ne? Der zwischen euch. Ja, tatsächlich. Ja. Also Wahnsinn. habe ich so noch nie gesehen. Wie ist das für euch jetzt gerade, so einander zu sehen? Ich habe tatsächlich schon Leute kennengelernt, die 1,90 sind, 2 Meter, vielleicht 2,02 Meter, 2,03 Meter. Ach, 2,25 Meter habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Ich werde euch heute natürlich einige Fragen stellen. Ne? Ich glaube, ihr seid hier, weil ihr offen sprechen wollt, wenn es dennoch irgendwas geben sollte, ne, was euch irgendwie zu nahe geht, was irgendwie zu privat ist oder so, ihr müsst hier nichts beantworten. Dann fange ich bei dir an, Erik. Du hast schon gesagt, du bist kleinwüchsig. Richtig. Ich kriege immer die Frage gestellt, was ist passiert? Wie ist das passiert? Also tatsächlich ist es so, dass es jetzt, also ich sag jetzt mal so, es gab jetzt keinen Unfall oder so eine Schwangerschaft oder so, das jetzt nicht. Nein, also es kommt einfach mal vor, das ist einfach, ich würde mal sagen, so eine Genmutation, würde ich sagen. Ich bin auch der Einzige in der Familie, der kleinwüchsig ist. Weißt du, wann du selber begriffen hast, dass du kleinwüchsig bist? Sehr früh schon sogar, tatsächlich, weil meine Eltern, die sind halt, vor allem meine Mutter, die ist sehr offen damit umgegangen. Also die hat auch immer mich auch sehr früh auch damit so konfrontiert, dass es halt so ist, wie es ist. Und die hat halt aus mir auch nie jetzt irgendwie das besondere Kind in der Familie gemacht oder so, sondern sie hat mich genauso behandelt wie alle meine Geschwister auch so. Deswegen war das für mich eigentlich alles immer ganz normal. Ich kann das selber nur widerspiegeln. Also bei mir in der Familie ist es halt genauso, bloß dass bei mir halt alle etwas größer sind. Wie groß seid ihr? Meine Mutter ist 1,93, mein Vater 1,96, Opa 2 Meter. Und es war halt schon vorauszusehen, dass ich über 2 Meter werde. Aber so groß wusste halt niemand. Also Ist das so, wenn es die Genmutation in eine Richtung gibt, ist das bei dir auch sowas? Oder? Wahrscheinlich, ja. Das heißt, du bist auf die Welt gekommen als Baby? Als normal großes Baby. Okay. Aber bin halt immer schnell und viel gewachsen. Also ich war nie irgendwie jetzt immer einer der Kleineren, sondern ich war immer der Größte. Eigentlich überall in jeder Klasse, im Kindergarten. Schätzung war 2,10 Meter, 2,15 Meter. Ging aber immer weiter. Und da hat man halt angefangen, Untersuchungen zu machen, weil es gibt ja auch einen Tumor bei den ganzen anderen größeren Menschen zum Teil. Aber das habe ich alles zum Glück nicht. Okay, das heißt, ja, du bist da gesund vor dir hergewachsen, so ja. Ohne Ende. Ohne Ende. Ich hoffe, jetzt ist halt Ende. Okay, du bist jetzt 22? Ja. Wann hast du aufgehört zu wachsen? Also letzter Stand ist irgendwann letztes Jahr, Ende letzten Jahres. Wow, krass. Wann hast du aufgehört zu wachsen? Ich würde jetzt schätzen, so mit 15, 16, glaube ich. Erik, was würdest du sagen, ist der größte Vorteil daran, dass du so klein bist? Eigentlich finden mich die Leute aufgrund dessen, dass ich kleinwüchsig bin, meistens mal sofort sympathisch. Und verhalten sich auch dann noch dementsprechend auch so. Dann kommt es an, dass ich schnell angefasst werde, vielleicht auch mal umarmt werde. So, das passiert ganz schnell. Oder wollen automatisch Fotos mitmachen oder so. Ist das bei dir genauso? Oh, bei mir, also die Leute, klar, kommen sie an, fragen nach Bildern. Aber ich denke mal, auch viele sind ein bisschen erschrocken wegen der Größe, weil es gab auch schon mal Situationen, da bin ich durch eine Tür gekommen und da wollte jemand gerade an der Tür vorbeilaufen und da haben wir kurz einen Todesschock gekriegt, glaube ich. Also so von der Reaktion her ist halt in dem Moment halt sehr witzig, aber
ich denke mir, viele sagen immer zu mir, ich bin ein sanfter Riese. Mhm. Weil wenn die Leute mich dann besser kennenlernen, sagen sie so, ey, bist ja voll der Sympathische und so. Mhm. Vor dir braucht man eh keine Angst haben, so. Und das ist halt auch einfach so. Aber tatsächlich, das mit dem Erschrecken kenne ich aber auch. Echt jetzt? Ja, wirklich. Also vor allem, wenn ich dann, wie du schon gesagt hast, irgendwie aus der Tür kommst, wo man mich sofort nicht sieht und die Menschen damit gar nicht recht und dann auch so ganz schnell um die Ecke kommen, dann gucken die, wow, was ist jetzt los? Oder ich irgendwie von meinem Auto herkomme, beim Einkaufen hinter so einem Regal herkomme und so und die Leute damit gar nicht recht und dann sehe ich auch manchmal kurz, wie die so zusammenzucken, auch vielleicht mal kurz lachen. Jetzt würde ich gerne von dir noch hören, was sind denn die Vorteile des Großseins? Vorteil? Beim Sport wurde man immer zuerst ausgewählt, beim Basketball. Wie war das bei dir in der Schule? Wurdest du gewählt? Ja, also so bei Spielen, wo halt meine Größe dann so wichtig war, zum Beispiel Völkerball, wo es dann schwerer ist, mich zu treffen, sowas halt, ne? Ist halt so, dass wenn ich jetzt, wenn wir so Wettlaufen oder so gemacht haben, oder Weitsprung oder was, ne, und da sind Teams oder so, dann war ich jetzt halt nicht unbedingt der größte Vorteil, so. Was sind denn so Nachteile vielleicht? Fangen wir bei dir an. Gibt's irgendwas, worauf du im Alltag verzichten musst? Im Alltag, also zum Beispiel jetzt Heidepark zum Beispiel oder allgemein Fahrgeschäfte, geht nicht. Kann ich eigentlich knicken. Hier Kart fahren gehen oder so mit Freunden, geht halt auch nicht. Stimmt. Weil passe ich nicht rein. Und halt so im Alltag, zum Beispiel, wenn ich mal Bus fahre, die Stangen im Bus, kennt ihr bestimmt. Immer mit der Schulter gegen oder mit dem Kopf gegen. Und das sind halt immer so Alltagssachen, Türen ja sowieso, braucht man ja nicht drüber reden. Und halt Klamotten, ne? Jeder andere sagt, komm, lass mal shoppen gehen, wo ich mir denke, was soll ich da? Also, als Janik gerade das erzählt hat, ich musste schmunzeln, obwohl Janik wirklich so viel größer ist als ich, haben wir fast genau die gleichen Probleme. Ja. Also, fangen wir an bei Achterbahn, ich fahre auch nie im Freizeitpark. Ja, und sonst halt so Alltagssachen, so, ne? Also, da fängt es eigentlich schon an. So, ich gehe einkaufen, komm nicht an eine bestimmte Nudelsorte oder eine Käsesorte. So, da muss ich halt die Leute um mich herum fragen einfach. Da habe ich jetzt nicht so das Problem mit. Oder wenn ich ganz motiviert bin, dann klettere ich auch mal ins Gefrierfach rein mit der Gefahr, dass ich fast komplett reinfalle und da drin liege. Aber gut, dann bin ich wenigstens an meine Pizza gekommen. Ja, und sonst, so in der Kindheit waren so ein paar Sachen, so die als Kind so ein bisschen blöd waren, so zum Beispiel, wenn es so um Mannschaftssport ging oder so. So alle meine Freunde sind Fußballverein gegangen. Ich wollte auch, ging leider nicht so. Weil, ne, ist halt so, was ich halt auch im Nachhinein halt natürlich auch verstehe. Die wollen natürlich gewinnorientiert auch spielen. Und das ist halt blöd, wenn ich dann halt nicht die Leistung erbringen kann, die jemand erbringt, der jetzt 30 Zentimeter größer ist als ich und längere Beine hat. Deswegen, aber es war halt schon ein bisschen schade manchmal so, oder traurig, so ein bisschen auf Ablehnung zu stoßen, was das angeht. Wie war das bei dir in der Schule mit den Tischen und Stühlen? Haben die da irgendwas extra für dich besorgt, oder? Tatsächlich in der Grundschule hatte ich einen eigenen Stuhl. So, und in der Grundschule hatte ich sogar eine eigene Toilette. Die hatte dann so ein, das war auch ganz verrückt, da hatte ich dann auch meinen eigenen Schlüssel. Das fanden alle mal total cool. Da sind alle mal angekommen, meinten, ja, Erik, darf ich mal deine Toilette sehen? Klar. Hört sich komisch an, aber ist wirklich so. Und da hatte ich dann so ein Holzbrett da drin, wo ich dann draufsteigen konnte. Einen Stuhl hatte ich halt, wie gesagt, in der Grundschule. Aber dann in die Weiterführende, da ging es dann halt so langsam los, wo ich mir dann so dachte, warum, ich bin noch nicht anders als die anderen. Ich habe keine Lust, irgendwas, eine Extrawurst oder so zu haben. Und dann habe ich von allen immer so Abstand genommen und dachte mir, nee, ich sitze an ganz normalen Tischen und Stühlen. Und wie waren die Leute so zu euch in der Schule? Generell wurde ich immer sehr, sehr gut aufgenommen, wirklich. Also tatsächlich in der weiterführenden Schule war ich auch einer der beliebtesten so gefühlt in der Schule. Ich habe gefühlt jedem zweiten dort die Hand gegeben. Jeder fand mich irgendwie cool, vor allem auch so die Älteren und so. Klar gab es dann immer so ein oder zwei Ausreißer, so sage ich jetzt mal, die dann so einen dummen Spruch so gesagt haben oder versucht haben, mich zu ärgern oder vielleicht zu mobben, wie auch immer, oder mich zu beleidigen. So. Klar, natürlich hatte ich halt immer gute Freunde so hinter mir, die mich dann beschützt haben. Aber so generell wurde ich eigentlich immer sehr, sehr gut aufgenommen in der Schule. Wie war es bei dir? Also prinzipiell vom größten Teil auch gut aufgenommen worden. Aber irgendwann kam halt auch wie bei dir so der ein oder andere, der meinte mal frech zu werden oder immer einen auch schon dann leicht gemobbt hat irgendwann. Immer so ein, zwei Stück nur. Aber das reicht ja auch, ne? Meistens. Also heutzutage ist es wahrscheinlich noch ein bisschen schlimmer als damals zu meiner und deiner Zeit. Richtig. Aber das verändert Menschen ja auch vielleicht. Also ich habe dann irgendwann gesagt, ich gehe nicht mehr zur Schule, hatte ich keine Lust mehr drauf. Ach krass. Selbstbewusstsein war halt absolut auf dem Nullpunkt. Alle sagen immer, ey, du bist doch voll groß und so, das stört dich doch gar nicht. Mhm. Ich so, naja, doch schon. Nur weil ich groß bin, heißt es ja nicht, dass ich jeden, der mir einen dummen Spruch macht, dass ich den direkt einer klatsche, sondern ich bin halt immer so der friedvolle Mensch gewesen und bin den Menschen aus dem Weg gegangen.
so weit, dass ich einfach aufgehört habe, zur Schule zu gehen. Und wie lange ging das so, wenn ich fragen darf? Also war das so ein Stück oder? Anderthalb Jahre, zwei Jahre. Ach krass. Habe ich komplett dicht gemacht, ja. Wow. Und bin dann halt zu Hause geblieben, habe dann dadurch durch die ganzen Fehlstunden habe ich auch Sozialstunden dann bekommen. Ja, da sprichst du, glaube ich, was sehr Wahres an, was vielen, ja, vielen großen Menschen mit Sicherheit auch so im Alltag passiert ist. Ne? Ich glaube, so auf den ersten Blick hätten wir jetzt auch gesagt, so ach, ja, ein großer Typ, so, der wird schon, wird sich schon ja, durchboxen, so im wahrsten Sinne des Wortes vielleicht. Denkt man. So, aber es muss halt auch nicht sein. Und wenn du sagst, du willst dann jemanden, ne, der dich beleidigt, wie ärgern Leute einen? Ach, es war halt immer so Standardspruch, zum Beispiel Riesenbaby, ne? Immer. Weil man immer größer war und halt einfach nicht so der Macho-Typ, sondern einfach so der in sich gekehrte und entspanntere Mensch. Dann habe ich meinen Führerschein angefangen, nachdem ich meinen Abschluss hatte. Und dann kam ich ja in die ganzen Medien, weil dann ja bekannt wurde, dass ich der größte Deutsche bin. Und dann habe ich halt so ein bisschen Selbstbewusstsein gesammelt, weil so viele schöne Kommentare kamen von Leuten. Und was man so nie bekommen hat. Was ich erst dann bekommen habe, wo ich in die Öffentlichkeit getreten bin. Und das hat mir halt so ein bisschen den Push gegeben. Ist das so ein gesetzter Rekord? Kann man das sagen, dass du der größte Deutsche bist? Also offiziell von vielen Medien bekannt gegeben ist das. Okay. Ja, fest. Wie sieht das aus mit den ganzen Bezeichnungen? Weil es gibt Dinge, die kann man sagen und Dinge, die kommen irgendwie nicht so cool an. So, du hast jetzt gerade schon gesagt, du wurdest Riesenbaby dann genannt. Es kommt halt immer drauf an, wie man es rüberbringt, ne? Okay. Also die Art, wie man etwas sagt, verändert immer den Satz halt, finde ich. Ja, da kann so ein, ich weiß genau, was du meinst. Da kann ja so ein bisschen was mitschwingen. Hast du schon Sachen gehört, die, wo du gesagt hast, so, boah, uncool? Ja, auf jeden Fall. Also erstmal das Wort Zwerg finde ich nicht schön, weil ne, Zwergen sind halt Fabelwesen und ich bin halt Mensch. So, ne? Also ich bin jetzt mal ganz plump gesagt, so, ich bin einfach ein Mensch wie jeder andere, ich bin kein Zwerg, sondern ich bin Erik, ich bin ein Mensch. So. Und ein Wort, was wirklich jeden Kleinwüchsigen, würde ich jetzt behaupten, triggert, ist das Wort Lilliputaner. Also wenn man das zu einem Kleinwüchsigen sagt, jeder fühlt sich da auch wirklich angegriffen. Wenn du, glaube ich, einen Kleinwüchsigen wirklich ärgern willst oder treffen willst, dann, wenn du das Wort sagst, dann hast du ihn auf jeden Fall. Okay, weil es ist halt auch irgend so ein Märchen gewesen. Genau. Mhm. Ja. Und das ist halt kein schönes Wort. So. Was antwortest du dann? Es kommt drauf an, in welchem Kontext es genutzt wird. Ne? Also wenn jetzt die Leute wirklich mit dem Finger auf mich zeigen und sagen, hey, guck mal, der Lilliputaner, guck mal den Zwerg da, dann gucke ich die Leute schon an, so dass sie wissen, das war gerade nicht nett so. Mhm. Vielleicht sage ich auch mal was, also, das sagt man nicht so. Wenn jetzt Leute kommen, die damit noch nie Berührungspunkte hatten und das so in einem Gespräch so quasi gesagt wird, so ganz ahnungslos, dann höre ich das mir das kurz an, ist jetzt auch nicht schlimm oder so, sondern sage ich, ja, wir hören lieber kleinwüchsig, wenn du die Bezeichnung dafür haben willst. Aber so ist jetzt, kommt, wie Dings schon gesagt hat, kommt ganz auf den Kontext an, ne? Janik. Sorry. Janik gesagt, das kommt ganz auf den Kontext an, also wie man es halt gerade gebraucht, so, ne? Ich erlebe das selber, wenn ich jetzt auf irgendwen zukomme, der mich nicht kennt, dann ist es natürlich etwas Besonderes, dass ich im Rollstuhl sitze und guckt man drauf und dann weiß ich, okay, dieses Fragezeichen ist dann im Kopf. Aber bei euch wird es ja wahrscheinlich auch so sein, dass jemand, der euch sieht, sich eher entweder denkt so, oh, Erik, ich dachte, du wärst größer oder Janik, warum bist du so groß? Wie sollten Menschen mit euch umgehen oder darauf reagieren? Also ich finde grundlegend, wie du schon meintest, so erstmal ein lockeres Hey hier, Hey oder Hi oder kann ich dich mal was fragen, halt so ganz höflich, vernünftig, wie ein Mensch halt behandeln. Weil manche kommen dann einfach um die Ecke und sagen, ey, lass mal ein Bild machen. Super. Wo ich mir denke, nee, machen wir jetzt nicht so. Kannst du ja erstmal sagen, hier, ich kenne dich von da und da, wärst du vielleicht so nett und können wir ein Foto machen. Dann sage ich, okay, ja klar, kann man machen. Aber ich finde, man sollte einfach immer noch bedenken, dass wir beide ja normale Menschen sind wie jeder andere und keine Attraktion. Und dann ist es bei mir schon vorgekommen, meinten welche, ich sei für unsympathisch. Da habe ich zu denjenigen gesagt, hier, ich bin nicht unsympathisch, aber du musst einfach mal lernen, Menschen vernünftig anzusprechen. Und wie ist bei dir? Stehst du dann Rede und Antwort, wenn das Thema direkt aufkommt? Ja, auf jeden Fall. Und das Problem ist bei mir manchmal, ich bin auch manchmal noch ein bisschen naiv, was das angeht. Also ich bin da manchmal noch zu nett. Ich merke da manchmal gar nicht, also manchmal kommt es dann halt auch vor, dass die Leute auch anfangen, mich so ein bisschen auf gut Deutsch verarschen, so, ne? Oder nicht sich irgendwie unterschwellig so ein bisschen über mich lustig machen. Da bin ich dann ganz froh, dass wenn dann zum Beispiel manchmal meine Freunde mit dabei sind, die blicken das dann sofort und dann sagen die auch was oder sagen, komm Erik, lass ihn in Ruhe so, wir gehen weiter. Aber oft kommt es zum Beispiel auch vor, dass ich irgendwo bin,
auf einmal kommt so ein, direkt als erstes so ein Witz, wo ich mir dann denke, ja, witzig, so, ne, kennst du, hättest du ja jetzt sparen können, so, frag erst mal, wie heißt das, so, und anstatt direkt jetzt mit so einem Witz in, so reinzukommen, so, ne. Okay. Ja, ich glaube, wir sind da alle drauf, ja, auf einer Linie, und ich, was ich bei euch besonders cool finde, ihr schaut auch so der Realität ins Gesicht, also ihr seid euch dessen bewusst, dass das Menschen einfach auffällt. Weil was halt total schwierig wäre, wenn ihr halt die Erwartungshaltung an Menschen da draußen hättet, dass sie halt so tun, als wäre nichts und irgendwie ohne euch zu kennen erstmal auf eure inneren Werte so achten, und so funktionieren wir Menschen halt nicht. Wir ne, wenn du den Yannick auf der Straße siehst, was ist dein Gedanke? So, du denkst dir auch so, Alter, ja, wow, ist der groß. So, und wenn du den Erik siehst, dann genau denkst du dir auch gleiche. So, warte mal, der ist jetzt kleiner als die anderen. Ja. Also, ne, so, und das ist erstmal für sich total okay. Die Frage ist, was danach passiert. Richtig, ja? Genau. Und ja, ist vielleicht, glaube ich, auch für Menschen da draußen ganz wichtig. Ne? Ich glaube, einmal hingucken, ist auch keiner böse. Man kann sich versuchen, ein bisschen zurückzuhalten, dann geht es den beiden nicht ganz so doll auf die Nerven. Was arbeitest du? Ich mache eine Ausbildung zum Anlagenmechaniker Sanitärheizung. Okay, wie läuft dann so ein Bewerbungsgespräch ab? Hattest du da schon mal lustige Situationen oder weniger lustige? Klar, kam da mal der ein oder andere Gag hier, von wegen, ja, kannst du die Leitung an der Decke so auf den Stand verlegen. Stimmt vielleicht. Und ja. Im Keller ist dann halt immer auf Knien arbeiten angesagt, ne? Oh, hatte ich sonst. Ja, Heizungsbau, ne, ist ja meistens im Keller. Ja. Und die Keller von damals sind immer richtig schön, die 1,70 hohen oder so. Mhm. Aber ja, ist halt so. Und wie ist es bei dir? Was arbeitest du? Ich bin im öffentlichen Dienst tätig. Mhm. Also ich habe einen ganz normalen Bürojob. Und auf die Frage, die du auch Janne gerade gestellt hast, was die Bewerbungsgespräche und so angeht. Am Anfang sehen die halt nur mein Passbild so und können damit nicht so viel umgehen. Aber ich habe oft in den Bewerbungen auch immer reingeschrieben, halt, dass ich auch kleinwüchsig bin und versucht habe, dadurch auch die Vorteile oder ne, aufzuzählen, warum ich gut in den Betrieb passe. Einmal tatsächlich bin ich auch sogar, hatte ich auch mal so eine sehr blöde Situation bei einem Vorstellungsgespräch oder Probearbeiten, wo ich dann tatsächlich wegen meiner Größe den Job nicht bekommen habe. Ich bin da angekommen, ich hatte dann zuvor mit der Sekretärin die ganze Zeit gesprochen. Ich hatte den Job schon, eigentlich die Ausbildung schon fast sicher. Da meinte sie, ja, kommen Sie doch mal vorbei, sieht eigentlich schon ganz gut aus. Und der Chef wusste davon gar nichts, dass ich kleinwüchsig bin, aber ich hatte es in meine Bewerbung geschrieben. Und dann stand ich dann da so, habe alle aus dem Team kennengelernt. Kam irgendwann der Chef, guckt mich an, er sagt so, ja, aber dass hier nichts in deiner Größe ist, weißt du, oder? Und dann gucke ich so, wie bitte? Das ist ja ein schöner Start. So. Und dann habe ich 2 Stunden oder 3 Stunden gearbeitet und dann hat er sich halt zu mir gesetzt, meinte so, ja, ich will jetzt nicht hier groß drum herum reden, aber du wirst ja, glaube ich, schon gemerkt haben, dass das hier nicht so leicht für dich sein wird und so. Deswegen denke ich, wird das nicht zu einer Zusammenarbeit kommen. Und wenn du magst, kannst du schon nach Hause fahren. Und dann. Ja, ja, das lässt man sich nicht zweimal sagen. Ne? Ja, und dann bin ich halt direkt gegangen. Aber also hast du dich wirklich überfordert gefühlt mit der Arbeit so, oder war das eine Challenge, die du gerne angenommen hättest? Ich hätte die gerne angenommen, auf jeden Fall. Also es war auch tatsächlich auch ein Beruf, der mich interessiert hat. Deswegen, also ich hätte es gerne gemacht. Klar, vielleicht nach einer Zeit vielleicht hätte ich es gemerkt, okay, vielleicht geht's doch nicht. Aber ich hätte auf jeden Fall Bock drauf gehabt. Dann werfe ich mal noch ein ganz neues Thema rein. Da könnt ihr gerne einander Fragen zu stellen. Wer schneller ist, hat ein bisschen mehr Zeit zu überlegen. Thema Dating. Ja, also es läuft ganz gut. Also ich habe, man kann sich nicht beschweren, glaube ich. Nee. Yannick, wie läuft das ab beim Dating? Sagst du denen direkt frei raus, ich bin echt groß, oder? Also ja, nee, ich verrate das sofort, weil es ist ja das Erste, glaube ich, was dann direkt auffällt, wenn man die Person sieht. Und ich bin damit eigentlich immer ganz offen gewesen und immer noch ganz offen, wenn mich jemand fragt, so hier, wie ist das und so, dann sage ich hier, ich bin so und so groß. Ist das denn für dich schlimm? Also ich sage das der Person direkt, weil man braucht sie nicht irgendwie tagelang hin und her schreiben. Und dann sagt man, ey du, aber hier, ich bin ein bisschen größer als andere. Und dann sagt sie so, oh nee, da habe ich kein Interesse. Verschenkte Zeit dann irgendwann, ne? Und datest du dann eher größere Frauen oder ist dir die Größe komplett egal? Mir ist die Größe tatsächlich egal. Mhm. Ja. Okay. Ich bin da ganz entspannt. Wie ist es bei dir? Also tatsächlich lerne ich Frauen entweder durch Instagram kennen oder halt im normalen Leben, so draußen halt. Ne? Da sehen die das halt sofort. Auf Instagram mache ich da halt auch kein großes Geheimnis draus. Im Gegenteil. Also da sieht man auch sofort, dass ich kleinwüchsig bin. Deswegen brauche ich das meistens eigentlich nie erwähnen. Manche fragen dann noch mal genauer. Dann sage ich das halt eben so.
Und als ich zum Beispiel früher mal auf zum Beispiel so Dating-Plattformen unterwegs war, da habe ich das dann auch direkt reingeschrieben. Also da kann man ja auch bei Größe auch reinschreiben, wie groß man ist. Habe ich auch direkt reingeschrieben, ja, ich bin 1,30 Meter groß. Weil, wie Yannick schon sagt, so, warum soll ich da großartig Zeit verschwenden? So? Lieber direkt auf den Punkt bringen, so hart und ehrlich, wie es ist. Und dann. Wart ihr denn schon mal in einer Beziehung? Ja. Ja. Beide? Ja. Wie groß war dein Freundin? Also es war keine über 1,80. Okay. Erik, du hast schon gesagt, dass du dann auf der Straße, wenn Leute auf dich zukommen, meist sehr sympathisch. Manchmal kommen die auch ein bisschen näher, vielleicht auch ein bisschen zu nah. Und finde ich direkt ganz, ganz putzig. Ganz putzig ist aber halt nicht unbedingt das, was du, wenn wir jetzt gerade über Dating gesprochen haben, so vielleicht ausstrahlen möchtest, wenn du nur auf eine Frau triffst. Ist das schon mal so passiert, dass du dann diese Differenz gespürt hast? So? Ja, auf jeden Fall. Also bekomme ich sogar heute noch mit, so, vor allem so, wenn ich zum Beispiel unterwegs bin draußen oder so und dann guckt mich dann eine Frau an und sagt, oh, der ist ja süß. So, wenn jetzt eine Frau zu mir, wenn ich eine Aktion mache, also ne, irgendwas Schönes sage oder irgendwas Schönes für die Frau tue, so, und die dann sagt, boah, du bist ja süß. So, das ist was anderes, weil dann ist das ja auf meine Aktion oder auf das, was ich gesagt habe, bezogen. Aber wenn direkt am Anfang kommt, oh, der ist ja süß, und dann am besten so mir auf den Kopf streichelt, so Schulter, so direkt so mich an, so kurz so betätschelt, sage ich jetzt mal, dann, nee, ich bin am Ende des Tages ein 26-jähriger Mann, so, ja. Und halt kein Kind mehr, so nach dem Motto, boah, der kann ja laufen. Jetzt Frage an euch, und ihr müsst direkt antworten, habt ihr euch schon mal gewünscht, kleiner oder größer zu sein? Damals ja, heutzutage nicht. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass ich das mal, aber klar, bestimmt schon. Hatte ich wahrscheinlich schon mal, aber ja, also ich denke schon, dass es den Gedanken schon mal gab, aber ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr so ganz daran erinnern. Aber heute nicht mehr. Ihr fallt doch immer auf, egal wo ihr seid, ihr fallt, ihr könnt gar nicht auffallen. Ist dann nie so der Drang, der Innere, dass ihr sagt so, boah, nee, also wär ich jetzt mal 1,30, hast du noch nie gedacht? Nee. Oder du, boah, lieber. Also wenn ihr jetzt auch wechseln könntet, würdet ihr auch nicht machen? Ich würde es vielleicht mal einen Tag ausprobieren und mal kurz einmal das machen, was ich nie gekonnt hätte, was ich so vielleicht nicht auf dem ersten so direkt kann. Das einfach nur mal zu gucken, aber sonst, nee, ich bin gerne der Erik, der ich bin. Und vor allem, bei mir ist halt auch so das Ding, ich stehe auch irgendwie voll darauf, Aufmerksamkeit zu haben. So. Also ich mag das voll gerne. Also wenn ich einen Raum betrete und die Leute kurz auf mich gucken, ich weiß nicht, ich mag das irgendwie. Und deswegen gehe ich damit gerne um. Yannick, was würdest du jemandem da draußen gerne mitgeben, der selber vielleicht nicht so groß ist wie du, aber irgendwie trotzdem größer als alle anderen? Also prinzipiell jeden, der irgendwas Besonderes hat, ob jetzt extrem groß oder halt kleinwüchsig, immer das Beste draus machen, sich niemals unterkriegen lassen, weil es gibt immer eine Gruppe von Menschen, die es versuchen, weil ihr anders seid. Also ich selber, ich merke das ja auch. Aber dann gibt es halt wieder die andere Gruppe, die das toll findet und euch unterstützt. Und lieber auf die Gruppe hören, weil solche Menschen sind halt wichtig im Leben. Und ja, es ist halt wichtig, dass man Leute hat, die einen unterstützen. Was würdest du denn kleinen Menschen gerne mitgeben wollen? Ja, also in erster Linie, wie Yannick gerade schon gesagt hat, glaube ich, es ist wichtig im Leben, sich selbst lieben zu lernen. Ich sage halt auch immer, wenn es heute vorbei sein sollte und ich morgen vor dem lieben Gott stehe, dann, und der mich fragt, ja, was hast du gestern gemacht, so das letzte Mal, und ich dann sagen würde, ja, ich war traurig, dass ich so klein bin, halt auch nicht so schön. Lieber koste ich lieber jede Sekunde aus, und das kann ich einfach nur jedem Menschen auf diesem Planeten raten, egal in Anführungsstrichen, wie anders ihr seid nicht anders, ihr seid ganz normal. Tut einfach das, worauf ihr Bock habt, und lebt euer Leben. Da habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Ich danke euch, dass ihr heute hergekommen seid. Richtig, richtig cooles Gespräch. Danke dir. Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, wir behalten uns in den Augen, denn die Zuschauer werden mit Sicherheit haufenweise Fragen haben und die bis hierhin schon alle in die Kommentare geschrieben haben. Wir werden uns eventuell nochmal hinsetzen müssen und das alles beantworten. Gerne. Also fragt, was es zu Fragen gibt. Und zur Verabschiedung dürfen wir nochmal winken. Freunde, macht's gut und bis zum nächsten Mal.